Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wöchentlichen Forzathon, dieses Mal im Sommer. Und diesmal heißt der Forzathon eine neue Generation, wieder für 200 Forzathon-Punkte oder für Nicht-VIPs 100 Forzathon-Punkte. Und passenderweise zum Comeback von Mitsubishi fahren wir heute ein modernes Rallye-Auto, wo da auch die meisten Mitsubishis hier stehen. Und heute fahre ich den Mitsubishi Evo 8. Ja, das erste habe ich geschafft. Ich fahre ein modernes Rallye-Auto. Nicht so schwer. Dann die zweite Herausforderung, der Geruch. Die Honda ein modernes Rallye-Auto, um eine Höchstgeschwindigkeit von 185 mph zu erreichen. Das sind ganz knapp unter 300 km pro Stunde. Sollte aber wieder hinkriegen. Der Wagen ist, wie ihr oben seht, ein wenig getuned. Dann das dritte, Straße gesperrt. Zeit, das Tempo zu testen. Verdiene insgesamt 15 Sterne bei Gefahrenstellern mit deinem modernen Rallye-Auto. Sollten wir schaffen. Und ja, 1000 Kurven, springen in deinem modernen Rallye-Auto und erziele damit einen Podiumsplatz einer Dirt-Rennserienveranstaltung beim Gauntlet. Also müssen wir auch das Gauntlet einmal fahren. Aber zuerst knapp 300 km/h fahren. Sollten jetzt machbar sein. Der Wagen ist natürlich ganz leicht getuned. Also, es ist nicht ganz voll aufgebaut. Aber ich denke, es sollte trotzdem reichen für 300 Klamotten. Oder knapp 300. Also 300 km/h sind eigentlich 186 Meilen. Aber ist auch egal. Wir müssen verdammt schnell fahren. Und den Pinsel durchdrücken. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Der Wagen ist sehr weich, weil der ist schon mich auf Offroad umgebaut. Das für die kommenden Aufgaben wohl angebracht, den auf Offroad aufzubauen. Geschafft und Alter, da rennt noch viel mehr. Ach du meine Güte. Okay, über 3,30. Ich glaube, es reicht. Dann 15 Sterne bei Gefahrenschildern. Das erste ist ja hier schon um die Ecke. So, hart in die Eisen gehen. Ja, dauert ein bisschen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Aber wir werden Gauntlet so nicht fahren. Der Wagen wird dafür runtergetunt. Das ist mir doch denn dafür ein wenig zu schnell. Route wird neu berechnet. Mitsubishi darf das. Hält das aus. Aber schön, dass die Marke endlich wieder im Spiel ist. Jetzt wurde Mitsubishi doch endlich mal dazu entschieden. Und haben sich endlich mal geeinigt. Wird doch eher so. Die haben sich ja leider Fabrice nochmal zurückgezogen und sich umentschieden. Das doch nicht möchten. Schon sinnvoll ist, muss man selber sich entscheiden. Es ist halt eine Entscheidung. Damit müssen wir leben. Wir müssen es akzeptieren. Wenn sie es nicht möchten. Aber jetzt haben sie es anscheinend möchten doch im Spiel vertreten sein. Und ich meine, warum nicht? Du hast dein Ziel erreicht. Eine geile. Oh Gott, der Sprung wird nicht gut. Das ist eine wirklich geile Marke. Oh, ja, ja, ja. Wieso springe ich denn so schief? Natürlich auch für die Tuning-Szene ist das geil. Und natürlich auch das klassische Duell Impreza gegen Evo. Ist natürlich langweilig, wenn man da nur seinen Impreza fahren kann. Der ist zwar schön und gut und... Jawohl, 224 Meter. Wir müssen... Oh, neue Bestleistung. Ach du meine Güte. Wie schlecht war ich denn vorher? Und sogar 3 Sterne. Bam! Und nochmal gucken, ob es auch gezählt hat. Er hat gezählt, 3 von 15. Also es würde reichen, wenn wir bei 4 weiteren Gefahrenschildern jeweils auch nochmal 3 Sterne abräumen. Das wäre natürlich super, super duper. Finde ich es auch nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ja, wenn man läuft. Auf Rot fahren. Eigentlich schon, ne? Ein bisschen abkürzen. Ja. Oh, Baum. Hoch. Du hast dein Ziel erreicht. Ich fliege, ey. Hier schaffe ich aber, glaube ich, keine 3 Sterne. Aber mit 2 gebe ich mich auch sehr zufrieden. Da meckere ich gar nicht. So. Let's go. Sound ist geil, ne? Man hört ein Turbo. Wir brauchen ein paar.
Teile dran gebaut, ein kleines Bodykit. Mit einem richtig dicken Endrohr. Design finde ich auch sehr gut. Von einem kleinen Designer. Der hat, glaube ich, nur auf das Design irgendwie so 8 Downloads. Aber ich fand's cool. Ich hab's einfach drauf gemacht. Weil ich cool fand. Okay, neue Bestleistung. Alter. Aber nur 2 Sterne. 40 Meter mehr. Okay, das ist natürlich verdammt viel. Macht nix. Krieg ich so hin. Und, ach ja. Na. Natürlich auch ein wunderschöner Berg. Bei nächster Gelegenheit wenden. Der kam auch schon öfters mal im Forza-Ton vor. Die Challenge. Aber schade, dass Sable wirklich nicht mehr gebaut wird. Meine Prisa gibt es ja immer noch. Ich bin ja weiter angebaut, aber halt der Evo leider nicht mehr. 10. war ja die letzte Generation. Es gab noch so ein paar vielleicht Sondermodelle. Aber ja, Evo 11, nee, gibt nicht. Schade, schade. Au. Da sieht man den Berg schon. Wie auch mal der so entstanden ist. Aber es scheint nicht sonderlich natürlich auszusehen. Eher von Menschen bearbeitet. Ui, ui, ui. So, anaufnehmen, ne? In 400 Metern rechts ab. Ich will da nicht oben am Berg stecken bleiben, wenn ich hochkomme. Das wäre ja peinlich. Eine gute Idee war. Egal. Von wenigstens 200 Meter. Erreicht. Oh. Oh. Bin ich gut im Schätzen. Ah, mein Spoiler. Ah, nein. Der arme Spoiler. War wohl auch nur 2 Sterne. Passt. Oder? Was habe ich da bekommen? Oh, so eine 1 Stern. Boah, 205 Meter für 2 Sterne. Eieiei. Aber das sollte ich doch sicherlich mit mindestens 2 Sternen schaffen. Und die Route ist der Sonderbar gesetzt. Das geht doch bestimmt schneller. Okay, dann müssen wir. Komm, jetzt Spoiler. Ich finde das so Evo oder Impreza ohne Spoiler. Nee, gar nicht geil. Da muss eine Theke drauf. Da kann auch eine Serientheke ist verdammt geil. Die Größe ist schon in Ordnung. Aber ein kleiner Spoiler oder gar keinen finde ich überhaupt bei nicht sexy. Nächster Gelegenheit wenden. Bei Evo und Impreza, das geht gar nicht. Route wird neu berechnet. Genauso wie das sieht mit einem GT3 RS ohne Spoiler. Kann ich mir einen Carrera kaufen, sieht besser aus. Noch ohne Spoiler verdammt kacke aus. Oder gesagt, was sieht mit Spoiler kacke aus. Und ohne viel geiler. Kann natürlich auch sein. So einfach bestimmte Autos, die gar keinen Spoiler brauchen. Komm ich da jetzt nicht hoch oder was? Wow. Ja, wenigstens 1 Stern, ne? Du hast dein Ziel erreicht. Oh Gott. Müsste 1 Stern gewesen sein. Ah ja, mehr für 3 Sterne. Ich mach einfach weiter. Dann können wir noch hier oben lang fahren. Gut, bei dem Schild kann man gar nicht mal so viel falsch machen. Da kann man nicht 300 Meter Anlauf nehmen, das geht einfach nicht. Oder nicht, dass ich wüsste. Weil ich das mich gerne alles Bessere mal lernen. Wenn aber bei vielen Gefahrenstellern die Rekorde sind ja abnormal hoch. Da Leute wie mit 400 km irgendwie einen Königsegg oder so springen. Ich frage mich jedes Mal, wie das geht. In 400 Metern rechts abbiegen. Wie da teilweise wirklich sehr absurde Rekorde gemacht werden. Ich glaube nicht unbedingt immer mit fairen Mitteln. Natürlich auch Glitcher und sowas. Ich glaube, da mit dem Blitzer glitschen. Jo, danke. Dieser einen Stein. Dann auch vielleicht sowieso
Einmal so probieren. Okay. Nein, Fabian, besser nicht. Oder nicht so weit abkürzen zumindest. Das war so klar. Okay, nein. Ich sollte die Kurve einfach ganz normal fahren, wie immer. Und dann werde ich zufrieden sein. Du hast dein Ziel erreicht. Genau, der Sprung war ja auch am letzten Vorzug live mit bei. Stimmt. Ich erinnere mich wieder mit dem M5. Sind wir das doch gefahren. Ich erinnere mich. So, 9 Stellen haben wir schon. Fehlen noch 6 Stück. Nein, ich wollte auf die Karte. Also am besten Fall noch 2 Sprünge. Dann können wir auf jeden Fall... Oh, den können wir machen. Aber dann nehme ich mal ein wenig Anlauf von hier. Ja, mein Gott, die 2000 Credits, die habe ich noch gerade so im Portemonnaie drin. Um das zu bezahlen. Aber bald werden es auch 0 Credits sein. Ne, die Schilder fehlen ja noch. Aber es kommt demnächst. Ne, demnächst, mal alles demnächst. Ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Nachdem, wie gut ich da die Kurvenkombination nehmen kann. Natürlich ist der Mini. Ja, typisch Schwarzer, ne? Dass die Autos natürlich in den Kurven immer mal im Weg sind. Sodass man die Kurve behindert fahren muss. Oh, also habe ich es gerade. Oh, bitte rüberfliegen. Au. Oh nö. Das ist aber gemein. Ja gut, das sollte reichen. Und 132,59 Meter. Ach Kai. Dieser Junge, ey. Nur noch mal einladen. Oh. War sogar ganz gut. Dann fahren wir... Okay, das Gefahrenschild, das ist echt geil. Da kann man auch mit dem richtigen Auto wirklich extrem viel Anlauf nehmen. Da ist halt der Sprung nicht so sonderlich krass. Man kann wirklich Anlauf nehmen, aber halt die Rampe ist nicht so hoch. Dass er da den Himmel schießt. Fällt es einfach eigentlich nur eher runter. Ja, fahre ich schnell hin. Ist ja nicht so weit. Danach kommt noch einmal Gauntlet. Dafür werde ich den Wagen aber, wie schon erwähnt, nochmal ein wenig runtertunen. Ein bisschen anpassen vielleicht, mal gucken. Werde ich aber da alles offscreen machen. Dann kommt ein kurzer Cut und dann direkt der Gauntlet. Und zum Glück reicht noch ein Podiumsplatz, also Gewinn ist nicht vonnöten. Dritter Platz reicht völlig aus, würde mir persönlich auch ausreichen. Eieieiei. Und dann mag ich auch sehr gerne. So. Ja, 250 sollten wir drauf kriegen, ne? Ui. Wenn ich die Kurve irgendwie voll kriege. Auf jeden Fall weiter rechts anfahren. Früher lenken, okay, der Notstellwagen. Okay, 250 leider nicht. Guck mal, die Rampe ist jetzt nicht sonderlich groß, man fällt halt nur nach unten. Okay, was 140 Meter. Alles gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, 13 Sterne, ne? Ah, ich kann hell sehen. 2 noch. Das machen wir auch noch ganz easy. Kante von... Ah. Ah, ja, yeah, jetzt weiß ich von wo. Ah. Da könnten sogar 2 Sterne drin sein. Einfach nur Pedal to the Metal. Dann schafft man das.
schön, wieder ein Rallye-Auto zu fahren. Auf meinem Forzaton. So. Jetzt aber weiter über 250. Komm, auch die Rampe ist hier nicht so hoch, man fällt halt nur eine Runde. Au. Alter, über 250 Meter. What the fuck? So, geschafft? Ja, nein, vielleicht. Bitte sag mir das. Abgeschlossen, jawohl. Hier vorne ist auch Ischas Taxi, die Horizon Story. Und ja, dann werde ich den Wagen runtertunen und gehe dann auch zum Gauntlet. Also, bis gleich. Willkommen zurück. Der Gauntlet ist, dann stelle ich mich nochmal auf die Schwierigkeit. Profi sollte eigentlich passen. Podium soll ja reichen. Mein Sieg wäre noch schöner. Und natürlich habe ich eingestellt Evo gegen Epresa. Okay, hat sich selber verabschiedet. Wobei ich es, glaube ich, sogar generell im Presas mehr mag. Und die Boxmotoren bei Subaru finde ich halt ziemlich geil. Also beides halt coole Autos. Schon sechster Platz. Sogar gezählt. Lol. Okay, das ist ja so eine als Hatchback-Variante. Glaube ich, von 2008 oder so. 2007. So. So. Alles hier Handschalter, 14-Zylinder Turbomotor, Allradantrieb, 4 Türen, dicke Theke, genau so. Ich habe Leistungen deutlich rausgenommen bei dem Auto. Das müsste dann, glaube ich, so um die 420 PS haben, was aber, glaube ich, noch genug ist für ein Evo. Den hasse ich ja. Also diese Durchfahrt in der Mitte. Das Glück ist der Wagen nicht ganz so schnell, sollte das eigentlich passen. Diese ganzen Sprünge, das ist nicht so kontrolliert. Das kriegt die KI aber meistens ziemlich gut hin. Was soll ich da mehr machen als Gas geben? Mehr kann ich ja nicht machen. Vielleicht sogar einen Schlag wahrnehmen können, ist aber egal. Lassen wir jetzt einfach so. Das hätte aber auch wieder zu schwer sein können. Das weiß ich ja natürlich vorher nicht. Bei einigen Rennen ist ein Profi einfach, bei einigen ist Profi wieder schwer, schwierig. Mal ist ein Schlagball angebracht, mal das Profi angebracht. Egal. Geht auch nur Spaß. Ich finde, so macht mir auch der Evo eigentlich am meisten Spaß. Natürlich, viel Leistung, Kastion ist natürlich ziemlich geil. Das will ich gar nicht bestreiten. Dazu kann man auch ganz viel Spaß haben. Ist ja nicht lahm. Ich meine, so ist ja nicht. Der ist auch serienmäßig überhaupt nicht langsam. Oder irgendwie so untermotorisiert. Auf gar keinen Fall. Der ist ziemlich gut motorisiert, also. Macht es halt auch im Gelände ganz gut. Oh Gott.
schön, dass wieder Sommer ist. Es wäre auch geil gewesen, das im Winter zu machen. Als Forzaton. Wenn wir hier durch den Schnee peitschen. Boah, geil. Hätte ich auch mal Bock drauf. Mach ich vielleicht sogar nächsten Winter. Ist ja schon wieder in 2 Wochen. Also ich dachte, dass zu Beginn des Spiels, dass die Seasons mir sehr lange vorkommen werden, weil ich meine, das wechseln halt nur jede Woche. Also es kommt eigentlich ziemlich schnell vor. So, ach, schon wieder Season gewechselt. Also dann vergeht die Zeit eigentlich ziemlich schnell. Und dann ach, schon wieder nächste Season. Also es vergeht alles wirklich ziemlich zügig. Aber das halt ist gar nicht lang. Also ich finde auch eine Woche, das ist eigentlich optimal. So Wartezeit zwischen 2 Seasons. Durch jeden Tag, das wäre Quatsch. Ich finde es so gut, dass es für alle gleich ist. Das andere würde eigentlich auch keinen Sinn machen. Also wenn für alle. Das ist am sinnvollsten. Und irgendwie so 2 Wochen, das wäre halt, glaube ich, schon echt lang. Aber so jede Woche finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde nur ein bisschen den Tag komisch gewählt. Das ist halt jeden Donnerstag passiert, glaube ich, 16.30 Uhr deutscher Zeit oder 16 Uhr so ungefähr. Ich würde es einfach so machen, halt, ne? Eine Woche, also Montag, quasi 24 Uhr oder Sonntag 0 Uhr, wechselt die Season. Hätte ich am sinnvollsten gefunden. Oder dann, wenn die Updates rauskommen. Ist ja meistens immer ein Dienstag. Ist schon seit Ewigkeit dabei Forza. Eigentlich meinst du meistens Dienstag 19 Uhr kommen Updates. Aber es ist neue Carpacks oder sowas. Ja gut, Autopass ist wieder eine andere Geschichte. Season natürlich auch. Na. Nicht vordrängeln hier, ne? Bei der Leistung fühlt sich der Wagen halt auch echt geil. Das reicht völlig aus. 420 PS. Weil das sind nur 30 PS weniger als der neue 911er, als Carrera S. Der Wagen hat sogar noch mehr Drehmoment als der Carrera. Deutlich mehr. Oh, verbremst das natürlich. Ich finde aber auch relativ viel Straßenteil bei der Strecke noch. Hätten sie ruhig mehr Offroad-Abschnitte machen können. Also dich mehr jetzt auf Faden oder so. So. Boah, leider nicht Vollgas. Nee, das muss ich. Oh, ich mache die nächste Kurve auch gleich mit. Geht ja gar nicht. Hat der Wagen es nicht für Asphalt gemacht. Oh Gott. Was hat er jetzt hier gemacht? Bin die Kurve kacke angefahren. Welche aus der letzten Kurve auch scheiße rauskam. Vor links rüber. Oh. Schon viel. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, ist schon viel besser. Nein. Schon weit hingenommen. Gehen jetzt noch Kriege. Keine Ahnung. Vielleicht war schon. Dann noch über 20%. So. Die war gut. Kann man echt so lassen. Es wird auch gleich wieder mehr auf Faden fahren. Nicht so viel Asphalt.
Aber das war mir auch nicht gedacht, ne? Ich habe auch Offroad-Fahrwerk drin und so. Weiche Federn. Ist halt auf einer Straße nicht so optimal. So. Komm mal, mein Freund. Na, gib mal Gas hier. Schafft. Der Abschnitt, der ist wieder geiler. Oh, total verschätzt. Das hat irgendwas geflogen. Ich weiß leider nicht was. Das ist der Forster dann auch schon gleich geschafft. Also geht diese Woche ziemlich zügig. Ich glaube auf jeden Fall schneller als letzte Folge. Also einfach verdiente Punkte. Sollte für jeden machbar sein, denke ich mal. Okay, fuck. Ich dachte, man kann hier ein bisschen abkürzen. Leider nicht. Das ist leider eigentlich zum Glück. Aber zumindest nicht so krass abkürzen, sage ich mal so. Ah, der Impreza, der kommt irgendwie nicht mehr näher. Das sollte mein Sieg sein. Wohlverdiente 200 Fortsetter Punkte, aber auch für nicht VIPs 100 Fortsetter Punkte. Ist doch was. Sondern sich auf dem guten Weg ein neues Auto zu kaufen, vielleicht im Forza-Tan-Shop. Die kosten ja so meistens ruhig zwischen 150 und 300 Forza-Tan-Punkte. Das kriegt man auch ohne VIP ganz gut hin, die Punkte zu sammeln. Muss halt nur ein bisschen das Spiel spielen. Das ist aber eigentlich nicht zu viel verlangt. Man soll auch ein bisschen arbeiten für sein Geld, ne? Jo, einen Emote gewonnen. Einen Ententanz. Den wollte ich schon immer haben. Ja gut, das ist nicht die Belohnung, auf die ich unbedingt stehe. Darf aber auf die wunderschönen Punkte. So, geschafft. Jetzt habe ich 225 Punkte. Und... Die hätte ich sehr gern, aber nö. Ich kaufe jetzt erstmal den Super Wheels bin. Ich meine, die Punkte werde ich jetzt alle ausgeben, weil in einer Woche schaffe ich auf jeden Fall mehr als 500 Punkte. Das würde man ziemlich schnell zusammenkriegen. Deswegen, einen Wheels bin kann ich mir auch noch leisten. Und vielleicht noch was Schönes gewinnen. Das wäre der normalen Wheels bin. Da kann man auch geile Sachen gewinnen. Ich glaube auch die Limousine, also die Cadillac, die man gerade gesehen hat. Ich glaube, den kann man auch gewinnen, wenn man jetzt bin, wenn man Glück hat. Ah! Geld hat es auch getan. Noch einmal den Super Wheel Spin. Gerne mit legendären Preisen. Ja gut, war schon mal besser. Aber in einem 5, den habe ich zwar schon, aber das ist ein cooles Auto. Genau, wieder Evo. Ja, ging heute eigentlich ziemlich zügig. Sehr einfache Sachen. Sollte wirklich jeder schaffen. Den Evo, den kriegt auch jeder. Der ist ja kostenlos für alle. Kann sich jeder einmal kostenlos kaufen. Ohne Credits. Also ist wirklich... Das sind eigentlich geschenkte 200 Punkte. Oder geschenkte 100 Fortsatzpunkte. Das ist wirklich, ne? An einem geschenkten Garo schaut man nicht ins Maul, oder wie das heißt. Keiner spricht mal sicherlich. Egal. Dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge Forzaton, beim Let's Play, bei Team Abenteuer, bei Forzaton Live oder bei irgendeinem anderen Format, was noch vielleicht kommen wird.
Also bis dann und tschüss.